Ja, halli und hallo, herzlich willkommen hier beim Let's Play Portal 2. Wundert euch wahrscheinlich, wieso ich jetzt ein Let's Play Portal 2 rausbringe, obwohl eigentlich Game Dev Tycoon angekündigt war. Das hat eigentlich keinen direkten Grund, es liegt einfach daran, dass ich habe in den letzten Tagen ein bisschen schlecht geschlafen. Ja, und da hatte ich keine große Lust auf Game Dev Tycoon entwickelt. Gedacht, mache ich lieber ein Let's Play erstmal von einem meiner Lieblingsspiele, Portal 2. Wir spielen natürlich die Kampagne durch im neuen Spiel. Ja, ich weiß nicht, wer Portal 2 alles schon gespielt hat. Ist ja sehr klassisches Spiel eigentlich. Ist im Jahre 2012, glaube ich. Ja, ich denke schon, 2012. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr das Spiel selbst habt, wie weit ihr da seid, ob ihr selbst Karten macht und so weiter. Wenn ihr Karten, wenn ihr eigene Testkammern macht, schickt mir einfach mal die Namen davon. Ich gucke sie mir an. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Großartig. Das war's. Schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Stuhl. Eine Pflanze. Mein Schreibtisch und mein Stuhl. Das scheint schon unser Kleiderschrank zu sein. Der ist leer. Hier würde ich mal den Pizza in unser Bad rein. Hier geht es keine Ahnung wohin. Scheint schon auf den Hotelflur. Das ist wahrscheinlich unser Feuermelder. Deckenlampe. Das sind wahrscheinlich Fenster. Die Jalousien vor sind. Yes, scheiß Nachttischchen. Nachttischchen. Telefon. Zwei, Mann. Und ein Bett. Na gut, nehmen wir uns wieder hin. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen lassen müssen. Alle Tests und machst du wie sie zu heute Zeitpunkt noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch einen Hallo? Die kannst Zerstörung nein? Dieser Anlage im Hyperschlaf zu kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich dringend. Dieser Richtlinie das heißt, oder falls sie eine englische mach schon die Tür auf. Das ist zu aggressiv. Das hey. Hallo mein Freund, mach doch mal die Tür auf und schreiben Sie uns ein Glück. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello friend, open the door. Where is the Schön. Nein, wirklich, alles gut.
Es flehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der... Ja, ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar. Oh, Alter, pass auf. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Wir hören dich. Sehr gut sogar. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Ah. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Du wirst ja nicht springen. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ich sag jetzt Apfel. Yay! Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Woher soll ich das wissen? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Nein, sagst du. Du bist witzig. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. So. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft! Nochmal! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also... Streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Alles klar. Und übrigens, die verdammte Anlockstation ist 500 okay, Fuß tiefer. Okay, los geht's. Blöd, Mann. Lern erst mal lesen. Weiter, direkt durch das Loch da. So ist es gut. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1.
Naja, da bietet uns ja keiner. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. So. Ich hab was. Mann. Alles kaputt. Was hättest du anders erwartet? Tja, was ist damit? Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Reichen, wenn du mir den Ohrenschmalz aus dem Arm entfernst. Wäre doch eigentlich sehr toll, wenn man selbst nicht mehr den Ohrenschmalz aus den Ohren entfernen müsste, sondern der einfach ausgebrannt werden könnte. Ohne dass einem die Gehörgänge entfernt werden. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Sehr schön. Das heißt, die würden mich für ein Interview wiederbeleben. Das ist ja ein Quatsch. Alles für Zeug, das da oben drauf. Ja, einfach rein damit. Tja, was soll's. Kann man ja nicht unbedingt was für, wenn das alles zusammenbricht. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, Animal King take over. Schon klar. Was auch immer. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Was auch immer. Nein, nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Genau, bei dem Podest da vorne. Na, ja, ich weiß. Vielleicht wenn du... Okay, stell dich vor das Podium und sie... Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, nein. Lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Tolle Aussicht. Ledos. Da bringt's ja
leider um. Glaube ich zumindest. Das sind wir. Kuchen. Ah! Frontalkanone aufgehoben. Okay. Das ist eine einseitige. Na gut. Whatever, whatever. Should it be whatever. Okay. Wie nehme ich das hier? Falls jemand weiß, wo so die richtigen Gemälde und so weiter alles hin. Sagt mir, könntest du mir gerne sagen, oder am besten noch in die Kommentare oder als private Nachricht schreiben. Das wäre wirklich sehr nett. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Weiß, wo diese ganzen versteckten Sachen sind. Ich habe die bisher nie gefunden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Wie gerade schon gesagt, falls jemand von euch weiß, wo diese ganzen versteckten Sachen wie versteckte Bilder oder und so weiter, wo das alles ist. Sag das mal weiter. Warte, egal. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Wenn ich ja mit ein bisschen Glück hier ja irgendwie Geheimnisse. Ah, Volltreffer. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Laboratories. Wie sich den Namen wohl ausgedacht hat. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Yeah.
verwundet sind. Na. X. Ah. Wenigstens weiß ich, wo was zu tun ist. Ach, da. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Ich hol grad eine Benachrichtigung von meinem Müller. Eine Blende. So, blinkt Ink irgendwas? Blinkt Ink Evolved, glaube ich. Ist es aber nicht eigentliches Thema? Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Was das Thema? Jedenfalls. Die verdammten Bandansagen. Meinst du nicht euch mal sagen? Nee, nee, ja. Ach, das ist dann echt viel zu einfach gemacht. Ach, Kacke. Da kommt erstmal die Kamera. So, Kamera ist drüben. Ach, Kacke. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ich glaube, jetzt bringen wir langsam durch. Ja. Ach, jetzt komm schon. Kannst doch besser. Na bitte. Geht doch. Dafür kann ich dich auch nicht umlegen. Mensch, wie soll ich mich selbst umlegen? Weil ich nicht viel spielen. Dieses Spiel geht das nicht, hä? Okay, jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich könnte natürlich, Mod bauen und versuchen, den da einzubauen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Naja. So richtig programmieren kann ich noch nicht, also wird's Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden.
Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Jetzt also, komm schon. Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Pass auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann... Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Hallo? Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. So. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Hier und jetzt. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst, nein, es ist noch Zeit. Ja, ich würde sagen, dass ich an der Stelle mal Pause mache und dass wir uns dann in der nächsten Folge sehen.